Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Rezension. Heute geht es um das Buch Die Kinder von Wulf Dorn aus dem Heine Verlag. Das Buch wurde mir eben auch von jenem Verlag zur Verfügung gestellt im Rahmen dieser Rezension. Kurz zu den Eckdaten: Das Buch hat 316 Seiten und von mir hat es 3 Sterne bekommen. Hier geht es um Laura Schrader, welche in einem sehr, sehr ramponierten Auto komplett verstört auf einer abgelegenen Bergstraße gefunden wird. Sie ist fast bewusstlos, hat einige Schrammen abbekommen und in ihrem Kofferraum liegt eine komplett verstümmelte Leiche. Außerdem kam sie gerade aus einem sehr abgelegenen Bergdorf, welches plötzlich komplett leer ist. Also alle Dorfeinwohner sind verschwunden, die Polizei kann keine Spuren finden, wo auch immer die Leichen hingekommen sind, was ein weiteres großes Rätsel heraufbeschwört. Und wir erfahren die Geschichte dann, um die es hier geht, aus Laura Schraders Sicht, die uns im Polizeipräsidium alles Mögliche sehr unvorstellbar Gruselige erzählt. So viel zum Inhalt. Ich glaube, alles Weitere würde irgendwie mehr erzählen, als ich sollte. Also ich will euch auf keinen Fall spoilern. Deshalb ist die Inhaltsangabe hier jetzt etwas kürzer als sonst. Zu meiner Meinung: Sie ist etwas durchwachsen. Das schon mal vorweg. Aber ich denke, die 3 Sterne lassen das auch schon andeuten. Was es mit diesen Kindern auf sich hat, ich meine, der Titel, die Kinder, da lässt ja schon vermuten, dass es irgendwas mit Kindern auf sich hat, das fand ich so, naja, was so die Auflösung war, ich fand es ein bisschen weit hergeholt, ich fand es sehr unrealistisch, es war was, das ein bisschen gesellschaftskritischer war, also so ein bisschen à la Sebastian Fitzek in letzter Zeit, hat hier Wulf Dorn auch versucht, ein bisschen was in die Richtung zu schreiben, aber also ich habe irgendwo nachvollziehen können, wie er das gemeint hat, aber ich fand es dann doch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so wenn man weiter drüber nachdenkt, doch ein bisschen unrealistisch. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Grundidee nicht schlecht. Also, wie ich ja auch schon gesagt habe, man hat dann irgendwo doch verstehen können, was Wulf Dorn hier aussagen wollte damit. Deswegen war es an sich nicht schlecht. Aber wie das Ende dann halt war und was es dann mit diesen Kindern auf sich hatte, es war so, naja, ich weiß auch nicht. Ich habe außerdem auch vieles von dem Buch schon wieder vergessen, da ich es ja im Februar gelesen habe und das auch als allererstes Buch im Februar und jetzt fast schon Mitte März ist. Ja, ich hätte es einfach ein bisschen zeitnaher drehen sollen, aber das zeigt vielleicht dann auch, dass das Buch guter Zeitvertreib ist, aber jetzt halt nichts ist, das einem irgendwie lange im Gedächtnis bleibt. Und ja, also es ist halt einfach ein Thriller, der alles in allem sehr gut unterhält und an einigen Stellen auch wirklich sehr spannend ist. Man möchte dann doch erfahren, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es dann auch ausgeht. Aber ja, es ist halt alles nicht so, wie man es sich vielleicht dann doch erhofft hat. Also so ging es zumindest mir. Ich habe sehr viele Erwartungen an das Buch gehabt, dass es ein wirklich spannendes Buch ist. Ich finde halt auch, das Cover sieht so aus, als wäre es super spannend und ja, die Spannung war zwar da, aber es war halt nicht so viel, wie man es sich jetzt erhofft hat. Ja, wie gesagt, ein Thriller, der unterhält, den man aber jetzt vielleicht nicht unbedingt lesen muss. Habt ihr das Buch auch schon gelesen? Wie war denn eure Meinung dazu? Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Genau, dann macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!